Ja, hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Heute beginne ich eine ganz besondere Reise, auf die ich euch jetzt gerne mitnehmen möchte. Also, dann seid schon mal gespannt, es geht jetzt los. Ich muss schon mal das Licht hier ausmachen, bei mir im Stuhl. Wir sind jetzt unterwegs, hier auf der Autobahn, wir kommen ganz gut voran. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht und wir haben noch 600 Kilometer vor uns, knappe 5 Stunden Fahrt. Ja, das sehen wir jetzt auch noch durch. Und dann, wenn es hell wird, melde ich mich wieder. Der Mike wundert sich, was wir hier machen. Wir fahren gleich über die Grenze. Republik Österreich, 1 Kilometer. Damit sind wir jetzt angekommen in der Republik Österreich. Schauen wir da jetzt mal rein, ob wir das schon ausrichten können, ob schon jemand da ist. Dann haben wir unseren Stand gefunden hier auf der Austria Comic Con. Und dann werden wir hier schön aufbauen können. So, dann sag mal was Konstruktives zu diesem Video. Schraubenzieher, Kabelstrapse, Klebeband, Tischdecken, das ist konstruktiv. Brötchen, das ist wichtig. Frühstücken müssen wir. Ja. Ne, jetzt müssen wir was trinken, weil ich bin so viel Auto gefahren gerade, das kann sich kein Mensch vorstellen. 1,5 Kilometer durch Österreich. Das ist gut, ja. Und hier ist unsere wunderschöne Vitrine, die steht jetzt hier gerade. Da muss ich noch ein paar mehr Schrauben anbringen. Ja, und jetzt sind wir nicht nur mit den Nerven fertig, sondern auch größtenteils mit dem Stand soweit. Sieht zwar alles noch nicht so schön aus, aber wir haben uns doch ein bisschen Mühe gegeben, dass wir wenigstens etwas hier zustande gekriegt haben. Und morgen kommt dann der Feinstifter rein. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier gut verkaufen. Dann hat sich das Ganze auch gelohnt. Ne, damit sich das lohnt. Genau. So, festhalten. Kommen wir dann zu unserem wunderschönen Hotel. Ein rotes Ibis. Tada. Wenn ihr habt die Sachen oder so, dann kann ich
den aufhab, so in die kleine Seitentasche greifen und kann den Ballen draußen. Ja, Ball, ne? Ja, naja, den mache ich immer in der Getränketasche. Aber nachher hat den dir freundlicherweise zur Verfügung gestellt für diesen Trip. Das macht sie immer. Ja. Irgendwas kriege ich immer von ihr mit. Damit du auch an sie denkst. Ja. So, ich filme dich, wie du dich maskierst und du filmst mich dann. Alles klar, ich maskiere mich mal. Mit Muster, ne? Ja. Alles klar, vielen, vielen Dank. So, mach die Maske drauf, wir gehen jetzt ins Hotel. Und sind wieder die schönen Leuchttürme da. Ja, guck an. Da machen wir mal eine Aufnahme. Da, Leuchttürme. Hallo. Wir wollten einchecken. Haben wir doch zu zweit sind, dachte ich, sind wir zu zweit. Es ist eh für zwei Personen. Oh, wie schön. Also, du bist eigentlich das hier. Super. Das ist aber sehr nett. Ja, erster Tag, Verkaufstag, jetzt geht's zur Messe. Ja, und jetzt haben wir unseren Stand hier aufgebaut. Auf der Austrian Comic Con in Österreich. Das ist der gute Mike, der versteckt sich gerade. Zeig euch mal den Rücken. Sag mal Hallo. Ich bin durstig. Ja, und jetzt haben wir den Stand soweit fertig. Und hoffen, dass genug Besucher kommen, die dann unsere Ware kaufen, damit wir ein gutes Geschäft hier machen können. Und ich werde dann noch ein paar Aufnahmen für euch machen während des Betriebes hier. Wie ihr sehen könnt, sind jetzt auch die ersten Besucher eingetroffen. Der Verkauf beginnt dann langsam. Und die Halle ist auch schon relativ gut gefüllt, sodass wir hier ein schönes Geschäft machen können. Ich zeige euch hier mal ein bisschen einen kurzen Einblick. Ein kurzer Rundgang über die Austria Comic Con hier mit mir in meinem Video. Ja, und insgesamt ist es doch schon ganz schön voll, also kann sich schon sehen lassen nach der langen Durstphase im letzten halben Jahr. Ist das schon recht angenehm. Teilweise dann auch in den Gängen schon jetzt so eng, dass die Abstandsregeln wohl kaum eingehalten werden können. Aber wie gesagt, hier in Österreich wird das alles ein wenig lockerer gehandhabt. Ja, also für jeden Geschmack ist hier was mit dabei. Ob das jetzt Comic-Fan oder Manga-Fan sind, hier findet eigentlich jeder das, was ihm zusagt. Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei uns am Stand. Hier noch mal ein paar Eindrücke. Unser Mike verkauft kräftig, bedient die Kunden. Ja, lohnt sich. War eine gute Idee, Gerd. So,
dann haben wir es für heute tatsächlich geschafft. Ersten Tag, den Samstag, auf der Vienna Comic Con überstanden. Das Ergebnis war okay, ein bisschen mehr erhofft, aber so schlecht war es nicht. Und morgen am Sonntag geht es dann weiter. Also bis dann. Guten Morgen, kann man schon Tüten kaufen? Ja, ich kann eine Hose kaufen. Ist das geil? Ja, der letzte Tag hier, der Sonntag auf der Vienna Comic Con. Wir versuchen noch ein bisschen Geld hier zu verdienen. Mal schauen, wie es wird. Ja, und dann sind wir hier heute auf dem letzten Tag auf der Austrian Comic Con in Österreich. Hier bei uns am Stand von E-Tribe oder Final Fun. Das Geschäft war bisher eigentlich ganz okay. Ich bin ja auch froh, dass wir überhaupt wieder arbeiten können, dass man mal wieder rausfahren kann und ein bisschen was verkaufen. Ohne Abstandsregeln. In Österreich haut das ja auch ganz gut hin. Ich werde euch jetzt dann nochmal mitnehmen, ein bisschen über die Messe. Wir gehen dann noch ein bisschen und schauen, was es hier alles so Schönes gibt. Hier sind dann die Star Wars Leute, die ja eigentlich auf jeder Comic-Con auch vertreten sind. Okay. Unser direkter Nachbar hier hat richtig schöne Badeenten, die Gummienten für die Badewanne, in allen Variationen. Ein Eisstand, viele Fressstände, die Leute sind hungrig, wollen was essen. Wenn man jetzt hier hinten so durch die Gänge geht, dann ist es doch relativ gut besucht. Also es sind schon Leute da. Das Ganze verteilt sich dann natürlich ein bisschen über die Zeit, über den Sonntag. Wobei die Sonntage im Allgemeinen nicht die stärksten Tage auf so einer Show sind. Meistens bringt der Samstag dann doch mehr ein. Aber wir lassen uns mal überraschen, was das noch bis zum Ende des Tages in der Kasse insgesamt ausmacht. Da haben wir wieder das Auto. Die Künstler, Ellie, Artist Ellie, mit den ganzen kleinen Ständen. Hier gibt es dann spontane Tattoos. Kann man sich das Lieblingsmotiv direkt stechen lassen. Die sind auch schön. Pokémon-Kugel und Funkos. Sehr hübsch. Hier geht es zu den VIPs für die Autogramme. Es sind nicht so viele auf dieser Show,
weil ist ganz klar, die internationalen Stars können jetzt genauso wenig reisen wie wir. Aber ein paar haben sie schon zusammengetrommelt. Ja, from The Walking Dead, Game of Thrones und sogar von Harry Potter. Nochmal Artist Alley. Etliche Cosplayer. Schöne Sachen dabei. Ach so, okay. Entschuldigung. Oh, die Alien. Der Künstler bei der Arbeit. Sehr geil, sehr, sehr geil. Versuche ich noch mal in das hintere Drittel der Halle zu gehen. Das hatte ich bis jetzt noch gar nicht aufgenommen. Mal schauen, was wir da noch Feines finden. Ein Alien. Das Ende der Veranstaltung erreicht. Hier seht ihr dann noch die Showbühne, wo irgendwelche Panels stattfinden oder Live-Acts. Aber jetzt zur Zeit ist auch nichts zu sehen. Ein Einhorn. Stellt sich nur die Frage, wer ist hier das größere Monster? Er oder ich? Ja, im hinteren Bereich dann nochmal ordentlich was zu futtern. Kaffee, Burger, Hot Dogs und Nachtisch. Für jeden etwas dabei. Also von der Auswahl ist diese Comic-Con schon wirklich großartig. Wird schon sehr viel geboten. Hier die ganzen Flipper nochmal. Walking Dead Flipper. Das ist. Sehr schön. Wirklich toll, ja. Und dann bin ich auch schon wieder auf dem Rückweg zu unserem Stand. Freut euch, hier halt noch einmal
auf einen kleinen Rundgang mitnehmen über die doch relativ gut besuchte Austrian Comic Con hier in Österreich, in Wels. Und ja, wir werden jetzt noch ein paar Stunden unsere Tüten verkaufen und danach dann langsam abbauen und uns auch auf den Heimweg begeben. Also bis dahin schaue ich mal, dass noch ein bisschen Geld reinkommt. Und nachher filme ich dann noch ein bisschen vom Abbau und vielleicht von der Fahrt, wenn wir uns wieder nach Hause begeben. Also ich danke euch erstmal bis hierhin, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und wir sehen uns dann gleich nochmal. Also bis dann. Ja, das Ende der Show ist in Sicht. Wir haben das bald geschafft, jetzt wird abgebaut, verladen und dann geht's nach Hause. Die letzten Arbeiten hier sind dann super fest. So, jetzt haben wir es geschafft. Haben alles abgebaut, verladen im Vito. Und dann fahren wir gleich nach Hause. Hat gerade angefangen zu regnen. Ja, falls wir uns nicht mehr sehen, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben für unser kleines Abenteuer hier in Österreich. Und lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht habt. Ihr könnt auch gerne einen kleinen Kommentar schreiben. Und ansonsten sehen wir uns dann in meinem nächsten Video. Also bis bald, euer Matthias und der Mike. Nicht vergessen. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen bis nächstes Jahr im April.